Jeder vierte Beschäftigte erhält nur Niedriglohn. Niedriglohnbereich in den letzten Jahren rasant angestiegen. 8 Millionen Deutsche verdienen weniger als 9,15 Euro brutto pro Stunde. Ihre Zahl ist zwischen 1995 und 2010 um mehr als 2,3 Millionen gestiegen. Knapp 1,4 Millionen Deutsche verdienen noch nicht einmal 5 Euro. 800.000 Vollzeitbeschäftigte müssen von einem Monatslohn von weniger als 1.000 Euro brutto leben. Demnach werden inzwischen schon 23%, fast ein Viertel der Beschäftigten, mit Niedriglöhnen abgespeist. Knapp jeder zweite der niedrig bezahlten Menschen ist sogar in Vollzeit beschäftigt und kann trotz 8 Stunden Arbeitstag kaum noch seine Lebenserhaltungskosten bezahlen. Dabei sind nicht nur Ungelernte betroffen. Die große Mehrheit der knapp 8 Millionen Betroffenen hat einen Beruf erlernt. Die Daten gehen aus einer Studie des Instituts für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen hervor. Laut der Studie bekamen die Niedrigverdiener im Jahr 2010 durchschnittlich 6,68 Euro im Westen und 6,52 Euro im Osten. Von ihnen erhielten mehr als 4,1 Millionen weniger als 7 Euro. Gut 2,5 Millionen weniger als 6 Euro und knapp 1,4 Millionen sogar nicht einmal 5 Euro die Stunde. So gibt es nach den Berechnungen des Instituts allein fast 800.000 Vollzeitbeschäftigte, die weniger als 6 Euro erhalten. Für die Studie wurden 12.000 Privathaushalte befragt und die Daten von Wissenschaftlern ausgewertet. Der rasante Anstieg des Niedriglohnsektors ist vor allem auf die Arbeitsmarktreformen der früheren rot-grünen Bundesregierung zurückzuführen. Die Reformen haben die gesetzlichen Grundlagen für diese Form der Ausbeutung geschaffen.